Ah. Das war mir jetzt auch genug der Faxen. Den Wächter haben wir gelootet. Jupp. Also ich glaube, wir gehen hier wieder mit guter Erfahrung raus und vielleicht sogar genug, um uns in der Härte mehr Blut zu verschaffen. Warum spackt meine Maus gerade so ab? Voll ungut. Ja, ein bisschen zurückweichen ist, glaube ich, immer eine gute Devise. Bei Gegnern, bei Gabstab. Und hier Gabwurzel. Gabwurzel ist auch was Permanentes, soweit ich weiß. Oder zumindest haben wir dich so gut wie noch nie gefunden. Der schwarze Magie-Totenkult-Ritual, passt. Benutzen wir zwar nie, aber haben oder nicht haben. Der ist übrigens auch sehr zimperlich, was die Auswahl seiner Schalen angeht. Da lang kommen wir nicht zum Endziel. Da ist das Ende. Aber ich werde jetzt trotzdem mal die zwei Typen da platt machen. Ganz einfach, weil die sich so schön anbieten. Manno. Wie viele kommen da jetzt noch? Hey, ich will werfen. Ich will... Habe ich gesagt, will werfen. So, zack. Das war genau in den Schritt. Das muss wehgetan haben. Komm, Speer. Ja. Wow, der Speer kugelt so umeinander. Das ist nicht schön. Ist hier jetzt noch wer? Ist da jemand? Da ist auf jeden Fall der Eingang. Ich schau mal. Also wir haben auf jeden Fall noch nicht alle Grabstäubchen. Und noch nicht alles an an diesem schwarzen Lotus, aber da ist ein Ghoul drin. Schon wieder nicht so ein Sound, nicht so ein Klingensound. Upokopilz und hier, glaube ich, werden wir auch noch einen Grabstab finden, hoffe ich. Ja, Grabstab, supi. Wo wir dann nur noch schwarzen Lotus bräuchten, dann bald. Vielleicht wird uns das dann eh angezeigt irgendwann auf der Map. Da oben kann man aber nicht hin, glaube ich. Also zumindest wüsste ich bis jetzt noch nicht wie. Vielleicht kann man dann auf der anderen Seite da rein. Das wäre eine Möglichkeit. So, jetzt werde ich da auch noch links hochgehen. Da waren wir ja noch nicht. Da schaut sehr so aus, als würden hier viele Feinde lauern. Ein Wächter. Ein Wächter. Scheiße, ein Wächter. Oh ne, jetzt trifft mich der auch noch. Ich werde aber zuerst den Krieger ausschalten. Ja, hat ihn getroffen. Sehr gut. Ich werde den einmal...
Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Macht der Damage. Auf die 7. Das Teil ist voll unbrauchbar. Das macht nur normale Regeneration und nicht sofort Heilung. Ich mag es nicht. Kampfplatz. Und ich glaube auch, ich weiß warum, weil wenn man hier auf einmal hochrascht, dann ist das ein wirklicher... Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Wo? Gerade... Oh. Hey. Ja. Hat das Spiel gerade irgendwie ein Problem? Hat das Spiel ein Problem? So. So. Hier ist noch eine Schatzkarte. Der Schatz in der Gruft. Ein Gork. So, wo ist denn dieser Schatz in der Gruft? Insel der Toten. Das zweite ich. Der Schatz in der Gruft. Das ist ja oben. Ja, vielleicht. Oh, Geisterlilie. Und schwarzer Lotus. 3 von 5. Okay. Da sind wir momentan noch ganz schlecht bedient. Hier ist noch ein Schwertdorn. Was macht denn ein Schwertdorn? Ich glaube, das ist für alles Schwertartige zum Trainieren. Also zum Bessermachen halt. Schwertdorn. Ja, hier Waffenstich. Waffenwurfwaffen. Waffen. So. Sehr gut. Das war einfach. Kap. Ah, Kappermesser, Mist. Rum, Herstein, Goldner. Es geht. Also dafür, dass wir jetzt schon relativ weit sind, sind die Belohnungen teilweise echt nicht gut. Grabstaub, fast alle. Was war da jetzt? Pogopilz, okay. Der Wachs dazwischen so Gerippe, fragt mich nicht warum. Ist halt so. So, jetzt ist die Frage, wo waren wir denn noch nicht? Wir waren da. Oh, da geht's vielleicht noch rechts rein, okay. Am Ende der Schlucht, okay. Das kann natürlich sein. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe zwar eine Komplettlösung gelinst, allerdings habe ich da nicht wirklich geschaut, was ich wann wie machen muss. Ich habe einfach nur gesehen, Insel der Toten, und dann steht schon Endkampf. Also, da wir jetzt wahrscheinlich nicht so was anders gemacht haben. Gut, das mit Antigua und Maracay haben wir vertauscht, aber... Das dürfte es dann ja auch gewesen sein. Da drin waren wir schon, glaube ich, kann sein. Goldbeutel, supi, 50 Gold und Blutwurzel. Na, her damit. Immer her mit allem. So, und da müsste jetzt schon das Final sein. Nein, da sind noch Gegner. Oh Mann. Speer und Speer. Und hier ist der Typ. Hier ist eine Fluchpuppe, hier ist eine Schale. Hier ist noch ein Pokopilz. Hier ist in der Altar des Übergangs. So, aber wir haben nicht genug Dinger. Was machen wir denn jetzt? Du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Oder waren wir da rechts doch noch nicht drin und da sind die letzten zwei Sachen. Wobei ich ja fast glaube, dass uns mehr als zwei Sachen fehlen. Leider. So, schauen wir jetzt mal, ob wir hier
dass hier nichts ist, wundert mich, was wir entdecken können. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht im Logbuch Talbots Geist, der Trank des falschen Todes. Seekarte. Na, wir haben es aber auch nicht angezeigt, wo. Ja, wir brauchen noch zweimal schwarzer Lotus. Wir sind dann bestimmt beim auf der Insel. Lotus und so, ja, boah, habe ich keine Ahnung. Schatz in der Gruft, da das ja in einer Gruft ist, könnte es sein, dass wir da noch nicht gewesen sind. Also reisen wir dorthin. Und da jetzt so eher links hoch. Vielleicht waren wir hier tatsächlich noch irgendwo gar nicht drin. Oh, hier. Ist hier vielleicht auch, na, hier ist aber auch nichts von dem. Ja, dann heben wir ihn mal, aber wirklich weitergekommen bin ich jetzt da auch noch nicht. Und schack. Ah, warum verschwindet die rote Farbe nicht? Zaubersand von Hasbro, ganz neu. Kennt noch jemand den Zaubersand von Hasbro? Diesen, der, wenn man die Farbe verändert hat, der sich anders gefärbt hat. Allerdings hat er sich dann nach einer Zeit wieder umgefärbt, wenn das Wasser verdunstet ist. Ein Diamant, Gold, Krone, Königsmaske, Hakenhand. Die Hakenhand. Märchenonkel. Also scheinbar haben wir eine gewisse Anzahl, kann ich mir so erklären, an diesen Spezialgegenständen gefunden. So, jetzt muss ich halt nur mal alles absuchen. Da wir vor allen Dingen diesen Lotus brauchen, würde ich mal sagen, hier an abgestorbenen Bäumen und so, aber... So, wir sind dann ja nicht noch einmal zurückgegangen, weil wir da runtergesprungen sind, haben wir vielleicht hier irgendwo was vergessen. Schotten. Wow. Da unten ist noch einer und da unten ist noch eine Gruft, wie es ausschaut. Und so. Da sehe ich doch Grabstaub, oder? Und hier eine Blutwurzel und Grabstaub. Unten Piratenolch, naja. Damit haben wir jetzt alles an Grabstaub. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch den fehlenden schwarzen Lotus finden. Ist hier einer? Nee, aber so. Da ist einer. Einen brauchen wir noch. Ich glaube, da das Areal hier so riesig ist, da oben haben wir da einen gefunden. Nee, schaut nicht so aus. Da ist diese Diebesgruft, ja genau. So, abgestorbene Bäume. Es wäre hier noch einer. Was hier vielleicht einer ist? Da oben? Nee, da können wir auch nicht hochspringen. Ein Speer noch. Ja, ganz toll. Jetzt bin ich langsam bald überfragt. Ich meine, es sind bei verdorrten Bäumen. Und hier ist noch ein verdorrter Baum, aber hier ist definitiv nicht so ein Ding. Da ist noch so ein... okay, ich glaube, es ist schlechter runterzufallen. Hier ist noch so ein Baum. Und hier ist auch kein schwarzer Lotus, oder? Nee. Das hier ist aber auch kein... Nee. Wo war da gerade einer? Boah, jetzt sehe ich schon Gespenster. An abgestorbenen Bäumen.
Hier waren wir ja auch schon, oder? Ja, hier ist noch ein Ghoul. Hier sind wir jetzt da. Das hier war der Anfangsbaum. Hier war nur einer, oder? Dass hier einer ist? Nee. Da? Nee. Ich gehe jetzt systematisch alles ab. Ist mir sonst zu blöd. Hier ist auch keiner. Schaut immer bei allem, was nach Baum ausschaut. Da, hier. Schaut hier nach verorteten Baum aus, ist aber keiner. Oder wir haben ihn schon gepflückt, je nachdem. Hier ist auch keiner. In der Mitte des Kampfplatzes ist ja auch keiner. Merkwürzig, merkwürzig. Wo ist denn die letzte... Wo ist denn das letzte... da, Schwarzer Lotus. Ja. Finally. Altar des Übergangs. Da futtern wir uns doch glatt noch was. Und ich würde sagen, ich habe jetzt schon wieder gut was aufgenommen. Ich habe eigentlich schon urviel Folgen im Voraus produziert. Ich glaube, heute ist Folge 75 oder so angegangen oder so. Also, nee, 78 oder sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall, wir werden hier das nächste Mal mit Tao sprechen. Bis dann, sage ich und sagt unser namenloser Held. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssele.